Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier in IQ's Kitchen. Mein Name ist Carmine und das ist das nächste Video mit meinem Mittagessen unter 10 Minuten für euch. Und natürlich habe ich auch hier wieder einen kleinen Foodhack verpackt und das werde ich euch gleich vorstellen, wenn ich euch die Zutaten präsentiere. Und ihr wisst, meine Philosophie: schnell, einfach, gesund und lecker, und genau daran werden wir uns heute auch halten. Und geplant ist ein mediterraner Reis mit körnigem Frischkäse und das Ganze natürlich abgerundet mit ein paar richtig feinen Zutaten. Wie gesagt, unter 10 Minuten. Ich vermute mal, dass es sogar nicht mal länger als 5 Minuten dauert. Das ist eine Ansage. Deswegen auch hier schon mal für euch unbedingt ausprobieren. Runter in die Kommentare schreiben, wie euch das Rezept geschmeckt hat. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann auf jeden Fall auch den Kanal abonnieren. Und was brauchen wir dafür alles? Wir brauchen einmal das hier und das ist auch gleichzeitig mein Foodhack. Das ist so ein Mikrowellenreis, finde ich extrem praktisch. Reis an sich dauert ja nicht wirklich lange von der Zubereitung her, 10 Minuten. Aber wenn wir uns diese 10 Minuten sparen können und in 2 Minuten fertigen Reis haben, der perfekt vorgewürzt ist und auch von den Nährwerten her wirklich top ist, dann nutzen wir den natürlich und nutzen diese 2 Minuten, um den Rest der Zutaten dann schon mal vorzubereiten. Und ja, wie gesagt, in 5 Minuten haben wir dann fertiges Gericht. Das könnt ihr natürlich auch in anderen Geschmacksrichtungen bekommen, finde ich immer super, um ein bisschen Variation reinzubekommen. Ihr wisst ja, ich bin großer Freund davon, auch mal mit unterschiedlichen Gewürzen und Kräutern zu arbeiten. Wenn ihr das Ganze jetzt zum Beispiel mal mit Petersilie statt Basilikum macht oder eben hier die Reissorte verändert, statt mediterran mal was Mexikanisches nehmt oder was Orientalisches, habt ihr wieder ein ganz, ganz neues Geschmackserlebnis mit den identischen Zubereitungsschritten. Und dieses vegetarische Rezept, das werden wir zusammen zubereiten. Wir beginnen mit dem ersten und wahrscheinlich auch längsten Schritt, nämlich den Reis in der Mikrowelle vorzubereiten. Ganz einfach oben 2 cm einreißen und das haue ich jetzt für 2 Minuten bei voller Power in die Mikrowelle und in der Zwischenzeit machen wir den Rest. So, in der Zwischenzeit kümmere ich mich um das Gemüse. Und zwar sieht das wie folgt aus. Ich habe hier einfach 2 halbe Paprika genommen und hier so eine halbe Zucchini. Wir haben 2 Optionen. Ich habe euch im ersten Video schon hier meinen Lieblingsfreund aus der Küche vorgestellt. Habe ich euch auch in der Beschreibung nochmal verlinkt. Ich zeige euch mal, wie man das hiermit einfach super schnell zerkleinern kann. Ich finde es extrem praktisch und will es auf jeden Fall nie wieder missen. Deswegen werde ich hier das Ganze mal zu Demonstrationszwecken für euch nutzen. Ich werfe jetzt einfach mal hier die Paprika rein. Zack. Die Zucchini werde ich mal mit der Hand würfeln. So, rein damit und jetzt kommt's. Und das Ergebnis, man hat klein geschnippelte Paprikawürfel. Finde ich extrem praktisch. Also deswegen werde ich das hier auf jeden Fall auch weiterhin nutzen. Und in der Zwischenzeit, während der Reis in der Mikrowelle ist, werde ich hier nochmal die Zucchini vierteln. Übrigens finde ich Zucchini auch roh extrem lecker. So, das vierteln wir nochmal grob. So, und auch nochmal ein kleiner Tipp von mir, körniger Frischkäse. Ein richtig heißer Eiweißtipp. Enthält hier auf so einen 200 Gramm Becher sagenhafte 25 Gramm Eiweiß. Das ist eine ganze Menge. Und das Ganze in Kombination mit dem Reis, da kommt man wirklich auf eine gute, satte Portion Protein. Und wir haben noch einen weiteren Vorteil. Ihr wisst ja vielleicht, dass Eiweiß auch einen sehr, sehr hohen Sättigungsfaktor hat. Und hier bekommt ihr wirklich alles. Das heißt, ihr habt gute Kohlenhydrate, ihr habt hochwertige Proteine. Ein paar Fette sind natürlich auch mit drin. Und ja, würde sagen, rundum wirklich eine ausgewogene, gesunde Mahlzeit. So, ich habe den Reis gerade mal geholt. Der ist jetzt fertig. Und jetzt geht's an die Zubereitung und Freunde, es ist einfach nur ein Zusammenschmeißen. Paprika mit rein. Ist übrigens so mein Studentenrezept gewesen, sage ich mal, weil es auch sehr, sehr gut als To-Go-Mahlzeit geeignet ist. Kann man warm essen, kann man kalt essen, hält sich vor allen Dingen auch. So, dann machen wir hier jetzt noch die Zucchini mit rein. Zu guter Letzt der körnige Frischkäse. Und dadurch, dass der Reis warm ist, kommt jetzt so eine richtig schöne Konsistenz, weil der Käse anfängt zu schmelzen. Müsst ihr wirklich mal probieren. So, verrühren das Ganze jetzt mal gut. Und weiterer Vorteil ist natürlich auch, dadurch, dass wir jetzt den kalten Käse reinmachen, kühlt der Reis dadurch auch automatisch ab. Das heißt, ihr könnt die Mahlzeit dann auch sofort essen. Was gehört immer mit dazu, wenn man ein mediterranes Gericht zubereitet? Basilikum natürlich. Deswegen werden wir da noch mal ein bisschen Basilikum mit reinschnippeln. Das war erstmal die ganze Vorbereitung. Das werden wir jetzt noch auf dem Teller anrichten, mit ein bisschen Rucola verfeinern. Finde ich, gibt einfach nochmal eine schöne Note mit dazu. Ja, und dann haben wir unser 5-Minuten-Rezept, Freunde. Also, ich richte das mal an. So, und somit wäre auch dieses Rezept hier für euch fertig abgedreht und im Kasten. Eine mediterrane Reispfanne mit Frischkäse. Und ich will jeden von euch dazu animieren,
das Ganze mal auszuprobieren, diesem Rezept eine Chance zu geben. Wie gesagt, auch als kalte Mahlzeit super geeignet. Könnt ihr euch mitnehmen, einpacken zur Schule, Uni oder Arbeit. Und wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung. Schreibt gerne auch mal ein paar Rezeptideen von euch unten in die Kommentare rein. Denn letzten Endes, das, was hier auf dem Kanal stattfindet, das entscheidet ihr. Und ich verbleibe an der Stelle mit einem lieben Gruß. Bis zum nächsten Video, Freunde. Euer Kamine.